Gehen wir? Schade, dass es schon vorbei ist. Von hier sieht man meine Insel. Da, ganz hinten, sieht man ihre Berge. Ja, da ganz hinten. Dort verbrachten wir immer den Sommer. Das Haus gehört uns noch heute. Könnten wir natürlich keine Hochzeitskleider nähen. Wieso nicht? Dort werden keine Ehen mehr geschlossen. Dort wird nur beerdigt. Es tut mir leid, Herr Karalis. Die Zwangsvollstreckung betreffend Ihr Eigentum ist von der Bank bereits angeordnet. Du musst dich ums Geschäft kümmern. Keine Sorge, alles wird gut. Was wird denn das da, wenn es fertig ist? Ist das China-Ware? Ich würde Sie bitten, nichts zu berühren. Vielen Dank. Nur Herrenanzüge? Sie haben gar nichts für Frauen? Und was kostet so ein Anzug? Also der günstigste Stoff, den ich anbieten kann, kostet 110 Euro pro Meter. Was soll das? Du machst dich lächerlich. Verschwinde gefälligst. Verkaufst du Hochzeitskleider? Ich nähe keine Hochzeitskleider. Doch, doch, ich mache es. Ein Brautkleid für Ihre Tochter. Gern gut nähen können. Ich hatte sie gefragt, ob sie mir etwas über Frauenmode beibringen kann. Mein Sohn macht mir Schande. Deine Brautkleider sind für Näherinnen, aber wir sind Schneider. Es ist perfekt. Ich mache alles. Jeder Wunsch wird erfüllt. Dann machen Sie mich bitte reich. Ich nähe Ihnen ein Kleid mit großen Taschen. Wie wär's damit?